Einigkeit und Recht und Freiheit. Tja, wen? Unsere Welt. Unsere Gesellschaft. Republik Deutsch, ja, ich kann nicht verstehen, was für ein System wir leben, in dem Spießer Regeln aufstellen und vorgeben, nach denen zu handeln. Bonzen werden immer dicker wie entzündete Mandeln. Und was fanden wir raus? Die Kohle aus der Staatskasse fehlt. Man erzählt uns irgendwas von Rente. Bis dann ist Ende, 40 Jahre später siehst du keine Cent mehr von Häusern. Ich zahle für rassistische Senioren. Während Skinheads meines gleichen Jahren Asylantenheim in Scharen anreisen. Klares Anzeichen, dass die Leute den Staat bescheißen. Und was passiert dann? Die greifen uns tief an die Taschen. Die Jugend am Weed, am Haschen. Bieten und tanzen statt Frieden wachsende Gewaltbereitschaft. Ein Tag wurde irgendwo verhandelt, am nächsten gibt's Krieg. Und das ist, was man als junger Mensch heutzutage in der Welt sieht. Ruhm ist Macht, das was man uns seit klein auf erzählt. Doch die wahren Werte sind das, was uns allen fehlt. Wir werden in einer Gesellschaft groß, wo Materielles und Geld regiert. Wo man schnell lernen muss zu kapieren. Wo man sich sonst schnell auf allen Vieren wiederfindet am Boden. Mich umzingeln Idioten, Menschen mit oberflächlichen Denken. Hängen, stören, nicht denken, Entscheidungen treffen in hohen Positionen. Doch nicht da wohnen, wo wir es tun. Und nie konfrontiert wurden mit Dingen, die wir schon als normal im Alltag schimpfen. Weil wir die Scheiße schon langsam Standard finden. Ja, was ist das für eine Welt, frag ich mich. Man sagt mir das und das zählt und frag mich nicht. Manchmal macht es mich alles wahnsinnig. Die Menschen dieser Welt und deren wahres Gesicht. Was ist das für eine Welt, frag ich mich. Man sagt mir das und das zählt und frag mich nicht. Manchmal macht es mich alles wahnsinnig. Die Menschen dieser Welt und deren wahres Gesicht. Ich bin sauer auf die Welt, weil alle Lehrer nur Scheiße erzählen. Ich bin sauer aufs Geld, weil alle Preise hochgehen. Sauer, wenn Menschen heutzutage nur für Statistik stehen. Politiker, die mit ihr reden, uns für dumm verkaufen. Hier ist so viel krumm gelaufen, so zu tun, als ob nichts wäre. Guck dir Bezirke an, wie Wedding, Neukölln und Kreuzberg. Guck dir die Schulen an und sag mir, was man heute so da lernt. Weiß ich, wie viele sprechen gar kein Deutsch und machen alles verkehrt. Drogen, Gewalt vermehrt sich auf den Schulen. Crews in Bezirken, die nur Ärger bedeuten. Wir wären heute bestimmt ganz anders, wenn wir Vorbilder gehabt hätten. Stattdessen Waffen, Gewalt, Sex im Fernsehprogramm, Videospiele ab und an. Was will man heutzutage noch mehr als Jugendlicher verlangen? Bei Eltern, die keine Zeit haben für ihre Kinder. Sei es wegen Arbeit oder irgendwelche anderen Dinger. Die Kleinen werden immer schlimmer, es wird immer jünger, das ist ein Stück Alter. Weiber werden gegenüber Alkohol immer freier, werden immer higher durch Peppen und E's. Jungs, die irgendwo Streit machen und ein Stechen gehen. Typen, die einen Sachen wegnehmen. Beschreibung der Schatten des Lebens und all das, was dem Bronzen Garantie nicht passt. Weil man all sowas meist nur an Teppich verschwinden lässt. Bin in das Chaos groß geworden und frag mich jetzt. Ja, was ist das für eine Welt, frag ich mich. Man sagt mir das und das zählt und frag mich nicht. Manchmal macht es mich alles wahnsinnig. Die Menschen dieser Welt und deren wahres Gesicht. Was ist das für eine Welt, frag ich mich. Man sagt mir das und das zählt und frag mich nicht. Manchmal macht es mich alles wahnsinnig. Die Menschen dieser Welt und deren wahres Gesicht. Luft und Frust in vielen Siedlungen wegen Abbau der Arbeitsplätze. Versprechen der Politiker, die ihr Wort brechen. Bürokratie und Hochdeutsch, um noch mehr im Vorteil zu sein. Die werden vor allem gemein, wenn sie fordern. Bevor der Euro uns bevorstand, war der Vorwand eine bessere Wirtschaft. Außer dass er verwirrt hat und Preise stiegen, ist nichts passiert. Kalte Menschen, deren Leben auf Paragraphen basieren. Die mit Sozialschwachen wie Dreck umgehen, sodass sie randalieren. Wir fantasieren von sozialen Staaten, vielleicht war es mal. Mir war es klar, dass man darüber reden muss, er weckt mich auf. Es ätzen auf der Drogenszene. Was tut ihr dagegen, außer reden, während junge Mädels auf den Babystrich gehen, um sich in Druck zu geben. Die Jungs, die auf dem Bahnhof so stehen, mitten im Elend. Wir müssen verstehen, dass es so nicht weitergeht. Weil wenn jeder so weiterlebt, wird der Zähler bald nicht weitergedreht. Bin von der ganzen Scheiße geprägt, hab einiges gesehen. Und weiß nur, ich selbst kann mir helfen im Zeitalter der falschen Helden. Promi-Stars und Star-Anwälte, es ist hart in der Welt, sich zu behaupten. Wie denn auch, wenn die uns dann dauernd ausrauben. An uns saugen, wir steuern, steuern, steuern. Das ist unsere Welt. Klär mir das mal alles. Was ist das für eine Welt, frag ich mich. Man sagt mir das und das zählt und frag mich nicht. Manchmal macht es mich alles wahnsinnig. Die Menschen dieser Welt und deren wahres Gesicht. Was ist das für eine Welt, frag ich mich. Man sagt mir das und das zählt und frag mich nicht. Manchmal macht es mich alles wahnsinnig. Die Menschen dieser Welt und deren wahres Gesicht. Yeah. Unsere Gesellschaft. Deutsche Republik. Das ist mein Partner.